Wir sollen doch, steck mich auch in die Zutrine. Sieht halt echt geil, dass du direkt verliebt. Ja, aber dann benutzt es doch wenigstens. Oha, was hast du dir für ein Geschirrset gekauft? Ich meine, ich bin ja schon irre, ne? Aber für Geschirrset? Ich bin noch genug geiles Geschirr. Okay, Sascha. Zu teuer zu benutzen. Ja, irgendwie schon, ne? Schon schade. Uff. Ich bin eigentlich voll zufrieden. Ich habe ja komplett schwarzes Geschirr. Also Tassen und Teller und alles. Das ist alles schwarz bei mir. Mein Geschirr braucht keine Muster. Und das muss ich auch nicht in die Vitrine stellen. Mm-mm. Da kratzt sie mit dem Messer drauf rum. Ja, Geschirr, ne? Nee, aber... Na gut. Wer hat den kann, ne? Sagt man immer. Wer hat den kann? Leuchtet rosa. Okay. Jetzt wäre es wirklich nichts mehr für mich. Hat es LED-Beleuchtung oder? Oh nein. Ich weiß nicht, so ein Zimmer oder so ein Badezimmer rosa zu streichen, hast du immer das Gefühl, du bist in einer, warte. Blume? Nee. Das sehe ich mich ja absolut nicht. Krieg ja Depressionen von. Das braucht die Frau, die hinter sich alles. Das ist. Halt! Moment! Das ist lila! Das ist keine Rose! Das ist lila! Ich habe kein Pink! Das besitze ich nicht! Das ist lila! Das ist kein Pink! Und, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich sehe da nichts. Etwas. Oh, es ist blau. Holy. Warte mal kurz. Oh nee, oh geil, das sieht ein bisschen krank aus, oder? Können wir machen wieder. Aber das. Na, das ist lila. Warte, es ist. Das hier. Schaut da. Das ist lila. Das hier, das ist. Warte, da lang. Das ist rosa. Also das Ding ist, die Fernbedienung, ne? Die ist nichts Besonderes. Denn damit schalte ich alles hier drin. Ich glaube, das sind aber so die gängigsten Fernbedienungen für diese ganzen LED-Stripes und so. Warte mal, ich kann, also, ich meine, wenn ich so mache, aber ich glaube, das ist zu dunkel dann, oder? Guck mal, wenn ich das mache, das ist das dunkelste Lila, was ich habe, das sieht blau aus. Richtig billig, ne? Du gibst übel viel Geld aus für so eine LED-Beleuchtung und hast du nicht gesehen, du kriegst dann voll diese 1-Euro-Fernbedienung dazu gefühlt.
Oh, ich hab die gleiche auch im Wohnzimmer. Und gleich Fernbedienung. Warte mal, irgendwie hier. Oh, komm her. Sind doch einfach mal ehrlich, wir sind alle farbenblind. Eigentlich nicht, aber. Das ist kein rosa. Das ist kein rosa. War ja doch noch nicht. Hör, ich dachte, du hast die ganze Zeit gegrindet. Mit LED-Farben. Über Sandy. Ja, das kann ich auch. Habe ich auch eine App für. Wenn ich mal so gar keinen Bock habe, mich zu strecken nach meiner Fernbedienung, nehme ich einfach das Handy. Und kann damit auch steuern. Richtig Bock. Wahrscheinlich haben wir sogar die gleiche App, ja. Du machst Tagebuch? Hast du Spot verloren oder warum gehst du jetzt auch nicht rein? Ja. Richtig nice. Über die App kannst du halt auch diese Zwischenstufe machen. So richtig gut. Oder auch gut Intensität. Die Intensivität kann ich hier auch einschalten, aber Intensität? Ich glaube, ich bin gegen eine Tür gelaufen oder so. Weißt du, was ich meine? Nee, Kneiping glaube ich nicht. Im Wohnzimmer zum Beispiel habe ich immer richtig chilliges Dunkelblau. Also richtig, richtiges Dunkelblau. Richtig chillig. Habt ihr Stühle bekommen? Wir noch APDP kriegen? Achso, für deinen. Ja, klar. Glaube ich, ja. Rosa, lila, alles dasselbe. Ja, wenn man es streng nimmt, dann eigentlich ja. Schon. True. Haben wir ne. Und so haben wir so orange LED in der Ecke verbaut. Richtig nice. Wohnzimmer habe ich mehrere Spots, wie eigentlich auch hier. Ich habe einmal halt LED-Lampe, so eine rote LED-Lampe. So richtig chilliges Ding. Und dann komplett halt die LED-Stripes. Je nachdem, auf was ich gerade Bock habe. Das Witzige ist nur, wenn ich meinen LED-Stripe auf weiß stelle, dann sieht jedes Essen orange aus. Also so richtig orange. Richtig, richtig crazy. Indirekte Beleuchtung, immer gut, ja. Einfach orangen Essen fällt nicht auf. Ey, wenn du wüsstest, wie grell das ist, ne? Hab ich hier irgendwo. Ich hab leider nichts. Das ist doch hier so. Alles, was so rot-orange ist, ist mega grell. Voll heftig. Auch Orangen? Vielleicht doch Mandarinen? Oder Clementinen? Der Blau mal alles näher. Ja, ist so. Das ist einfach immer richtig komisch mit dem LED. Einfach die Hübsche. Okay, Maschallah, einfach die Hübsche. Hab ich gesagt. Bist du jetzt happy? Merkt ihr nur das? Okay. Wird gerade von der Red DP-Schei angegängelt. Okay. Blöd. Und man sieht das nicht, wenn es verpackt ist, Gina? Ich kann mir schon vorstellen, das ist so ein rosa Blumen-irgendwas-Geschirr, was du da gekauft hast. Bestimmt. Leider nicht. Oh Gott. Also Geschirr mit Blumenmuster wäre so gar nicht meins, ne? So gar nicht. Nee. Ich habe Mittelfinger auf meinen Schüsseln.
Das ist ziemlich nice. Ja. Das wird so. Ach so, schade. Schade. Ja, dann lass doch eingepackt, egal. Aber vom Preis her könnte das schon so an Villeroy und Boch oder so rankommen, oder? Oder irgendwie so eine, so ein Markengeschirr. Mann, ich glaube, ich habe mir mit dem Winterkristall meinen RNG-Weg gemacht hier. Warte mal, mich nervt das hier gerade. Warte mal kurz. Nervt mich sonst. Wenn das so permanent wechselt, kriege ich mal Schiss nach unten davon. Ich weiß gar nicht warum. Rosa leuchtendes Geschirr. Also, oh cool. Klingt wie von Barbies Traumhaus irgendwie. Um so 297 AP zu pushen mit Helkutum, komme ich nicht auf 301. Ja, ich war gerade sehr verwirrt. Ich war sehr verwirrt gerade. Ach Gott, was war dann das nächste AP-Bracket? War das nicht 298? 298 und dann 301, oder? Ist doch AP-Bracket gewesen. Oder? 297? Aber warum... Warum wehrst du dich gegen die 301? ja, Kinky. Aber schon allein, wenn du das geschrieben hast. Hallo? Ach, alle 4 AP. Okay, ich dachte 3. Wie komme ich denn auf 3 AP? Ist gar nicht mehr. Okay. Also, wenn du safe auf 297 kommst, du musst ja sowieso erstmal die 297 anpeilen, bevor du dann weitergehst. Ich muss jetzt zum Beispiel auch gerade Schmuck machen, damit ich höher komme. Das ist keine Kunst. Ja, wenn man kauft, dann eventuell nicht, nee. Wenn man drückt, schon. Ja. Du kaufst, okay. Ja, ich hätte gar nicht. Also du wirst es auf jeden Fall vor mir haben. Ich könnte es mir... Obwohl, nee. Ich glaube, mir fehlen 10 Bille, dann könnte ich mir einen Pen-Schmuck kaufen, aber will ich nicht, ehrlich gesagt. Bin ich einfach nicht happy mit. Wenn ich dafür nicht geschrien habe, dann bin ich dafür nicht happy. Also ich verurteile keinen dafür, um Gottes Willen. Du bist halt viel, viel schneller, wenn du kaufst, aber ist halt keine Kunst zu kaufen. Meiner Meinung nach.
Schmuck willst du nicht selbst ab, hm? Ich habe eigentlich auch immer gesagt, dass ich, wenn überhaupt, dann Schmuck kaufen würde. Jetzt bin ich an dem... Ja doch, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich Schmuck brauche, aber... Ich fühle das Kaufen nicht. Dann drücke ich halt. Scheiß drauf. Gar nicht mal, damit der Name draufsteht. Darum geht's mir gar nicht. Es ist einfach dieses Feeling, dieser Adrenalinkick, wenn du drückst und wenn es dann hochgeht. Den habe ich beim Kaufen nicht. Dann kaufe ich ihn, ziehe ihn an und sag: Yay. Ja, ja. Schick mir mal den Penoga. Schick mir mal den Penoga. Danke. Bei 23,40 auf Ted ist so. Glaube ich dir. Ja, ich sehe es hier. Bang, bang. Nee, ich brauche das irgendwie, weiß nicht. Ich kann auch stundenlang stumpf grinden, aber na. Ich erinnere nochmal, habt ihr alle eure 100-Mille-Kiste gekauft aus dem Pearl-Shop? Und die Lolli-Belohnungen auch? Dass du mich eingeholt hast, muss man Gekomat nehmen. Weiß ich nicht. Möglich. Und ich finde meine Mutter nur Schmuck und die Kafra-Stufen. Weiß nicht, hast du mich dann eingeholt? Oder nicht? Pam Blackster, wenn ich das letzte ausgedrückt habe. Ach Gott. Ist jetzt so schräg auf meinem Stuhl, ne? Oh. Oh. Mann, ich habe nur blöde 30 Arten sonst bekommen, ne? Alle anderen kriegen den blöden Sterntigerchen und ich kack Arten sonst, die ich nicht brauche momentan. Ach, ist ärgerlich. Das Einzige, was ich das benutzen kann, ist für meine Nuva, dass die auf Pen geht. Aber ansonsten ist die schon aus Pen. Ich brauch Tiger bekommen. Die Frechheit. Wenigstens Matze lässt mich nicht im Stich, hat auf 35 hat es sonst bekommen. Oh. Ja, I know. Ja. Schön, dass du durch mich den Tiger bekommst. Das frustriert mich nicht gerade weniger. Naja, mach schon nix, ey. Egal. Wenn ich schon für irgendwas raushauen. Oder irgendein Pentel für meine LAN und mal gucken.
Das Sterntigerchen? Wieso? Findest du? Ist halt scheiße zu appen, ne? hier sagt er schnell Dishes? Ne, wie heißt denn das nochmal? Warte. Doch, Dishes, oder? Heißt doch Geschirr. War nicht? Bin mir unsicher, aber ich glaube es. Ja? Okay. Ich war mir echt unsicher gerade. Entschuldigung. Dishes. Okay. Ja. Gern geschehen. Ich war etwas durcheinander. Okay. Ich bin ja nicht blöde. Ich kann ja auch Englisch, aber das ist ein Unterschied, wenn dir ein paar Leute zugucken und dich dafür auslachen können, wenn du was Falsches sagst. Aber man kann auch ausgelacht werden, wenn man es richtig sagt. Von daher. Das verunsichert dann. Und dann kriege ich einen Blackout. Und dann bin ich hilflos. Und dann, ja. Ich denke mal, so Londoner Geschirr wäre voll dein Ding, Gina. Die haben ja viel so mit Mustern und Goldrand und was sie da nicht alles so haben. So richtig nobel, gerade für ihre Tea Time. Tea Time. Egal, worum es geht. Hast du eh mal wen, der auf der Aussprache rumhängt? Ja. Ich meine, ich könnte auch die ganze Zeit Berlin mal gucken, was er dann sagt. Aber klingt halt immer so ein bisschen assi. Bei dem Girl. Werbung höre ich nicht. Ja, Gina Sabwen. Weißt du, gibt Geschirr aus. Über 200 Euro. Und schafft es nicht, mein Zopf da zu lassen. Sorry, Luca, muss sparen diesen Monat. Tut mir leid. Du Berliner Deutsch. Er muss schon irgendwie. Du sagst jetzt zweimal Tea Time und bei mir kommt Werbung. Hast du den Tea Time gebraucht? Nein. Ich habe eigentlich gerade von englischem Geschirr geredet. Sie muss das selber machen, Lemon. Sie muss das selber machen, Lemon. Liebe geht raus für den geschenkten Sabagina. Ich glaube so gerade dieses ganze Geschirr, was die so in London benutzen, weil ich glaube, das ist mega verziert und das wird preismäßig wahrscheinlich über so über 500 Dollar, wenn nicht sogar noch weiter drüber gehen. Siehst du? Und darum kann Gina sich auch so teures Geschirr leisten. Sie spart einfach. Easy. Ich meine, warte mal. Na gut, 4 Monate Abzeichen. Ah ja. Ach, na gut, ist der alte, ist ja der neue Account, ne? Ach, jetzt, ich könnte beim alten Account mal gucken. Obwohl, hat sich das da überhaupt? Boah, ich weiß gar nicht. Alles Spende, bitte. Ah, du, ich nehme auch eine Spende. Also. Übrigens unter dem Stream. Nein, Spaß. Ich glaube, ich bastel mir so einen kleinen Alubecher aus Alufolie. So einen richtig verbeulten einfach. Schreibe ich dann auch Spende drauf für euch.
Da ist nichts drunter, nur dein Hustenbonbon? Wie, was? Hast du unter deinem Bildschirm Hustenbonbons liegen? Ja, kannst du mal sehen. Mann, Mann, Mann. Ich hab dich geschaut, Girl. So ein Ding ist das. Husten, was? Du hustest immer noch. Ja. Hast du mal Salbei getrunken? Also Salbei-Tee? Hilft gar nichts. Und so heiß baden und so. Wobei heiß baden, glaube ich, gar nicht so gut ist in dem Dampf, ne? Ich finde Baden ja richtig langweilig, ne? So richtig, richtig langweilig. Wenn ich dabei nicht ein Buch habe oder irgendwas nebenbei gucken kann. Gar keinen Bock auf Baden. Hallo Basti. War ja beim Arzt in meiner Impfung. Hab ihm gesagt, dass er musste. Okay. Jetzt musst du Termin machen für einen Arzt oder was? Hattest du jetzt Booster bekommen zum Schluss oder was war das? Oh. Okay. Ich kann jetzt fliegen. Cool. Ich hab Flüge bekommen. Cool. Das schön. Keine Zeit zum Booster, muss grinden. Kann das sein, muss grinden. Da habe ich halt, also momentan auch nur Negatives, ne? Also, die Nachwirkungen davon. Einfach Red Bull geimpft, easy. Kommt safe immer nur zu uns, so geistische haben. Bestimmt, Sine. Gut soweit, Basti. Danke und dir. Da wurde Red Bull geboostert. Ein O. Ist ja schön, dass ich hier Beute voller Glück bekomme, aber wo sind meine Rare Drops? Hallo, Rare Drops. Hallo. Ist ein Ohrring zusammengegrindet hier heute. Das ist ziemlich schnell am Anfang, aber seitdem ist irgendwie Flaute hier. Unlucky. Okay, Nico, danke dir fürs Dasein und viel Spaß. Dir auch. Bei wem auch immer. Der erste Gift. Uff. Uff. Anna gibt doch einen Beutel voller Glück. Ja. Das ist wie damals. Oh, da gibt es auch einen Clip von. Wo war ich denn da gewesen? Ich glaube, ich war Crescent an diesem oberen Spot, wo du ja mehr Drop-Chance hast, den Crescent zu droppen. Wenn ihr euch noch an diese Zeit erinnern könnt. Ich habe gesagt, ich will jetzt einen Ring droppen, dann habe ich einen Azula-Ring gedroppt in dem Moment. Ich glaube, davon gibt es sogar einen Clip. War auch richtig gut Timing. Könnte aber auch Vogans gewesen sein. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, wenn ich mich daran erinnern kann, dann kriegst du dann auch an. Ich muss nach Altinova reiten, aber dachte mir, sie dort zu lange, habe einfach Isaros geholt. Five Head Move, du nimmst eine Karte. Gestern 2 Stunden ist er nur 2 BMC gehabt. Unlucky. Unlucky. Ich rede jetzt auf einen Esel. Okay. Ich hoffe, du sitzt mit einem Bärsi drauf. Der Bärsi wird nämlich kleiner, wenn du mit dem auf dem Esel sitzt. Du bist zum Motor wieder zurück.
Ohne Witz, der Bär sich schrumpft, wenn ihn auf dem Esel sitzt. Richtig witzig. Mit einem Krieger. Ich glaube, der wird nicht kleiner. Bär sie mit Lama. Uff, das arme Lama. Oh mein Gott, das arme Lama. Das weh?